Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Wir stürzen jetzt gemeinsam in die Folge Nummer 40 unserer schon coolen Serie Lasst uns Gold verdienen, Let's Play WoW Gold pro Stunde, und zwar authentisch, Echtzeit berechnet, während ich hier alles für euch dokumentiere. Kein zweiter Account, ihr kennt jetzt die gesamte Vorrede, also wir spielen das wie Casuals, wie die Einsteigerinnen und Einsteiger unter euch. Ich dokumentiere das alles. Wir addieren das, was ich an Gold loote und aus der Post hole, und sind jetzt immerhin bei der nächsten Schallmauer 2000 Gold pro Stunde. Das ist schon mal ganz gut. Und nach der letzten 90 Minuten Session haben wir jetzt rund eine Stunde rein. Und zwar möchte ich mit euch farmen. Und ich habe jetzt hier das Thumbnail so genannt, so Open World Values aus dem Classic-Bereich. Da fliegen wir so ein bisschen rum. Und ich werde alles mal so ein bisschen mitnehmen. Dann da gibt es viel zu tun. Es gibt hier Open-World-Bereiche. Dann gibt es auch noch die Dungeons nachher. Das heißt, ich werde auch Instanzen-Runs machen. Ich möchte die Twinks leveln, um damit zu zeigen, wie lange das denn eigentlich dauert, wirklich 2, 3 Chars nachher zu haben. Dann auch entsprechend mit den Berufen, die ich dann ja auch noch nachziehen möchte, hochziehen möchte. Man muss ja irgendwann mal anfangen. Die gute Nachricht ist, ganz langsam arbeiten wir uns Richtung 6-stelliges Gold vor. Und die Folge 40 zeigt, wir sind jetzt hier immer noch dabei, aufgrund eurer Unterstützung, aufgrund eures Feedbacks, eurer Kommentare, eurer Daumen nach oben, eurer Resonanz, der ganzen Rückmeldung, die ich bekommen habe. Das freut mich natürlich komplett total. Einige haben gesagt, dadurch, dass ich unerwarteterweise wirklich jeden Tag das jetzt hinbekommen habe, mindestens eine Folge rauszuhauen, zwischendurch noch 2 Streams, jetzt die Doppelfolgen zur Adventszeit, dass von jemand im Kommentar geschrieben hat, du, ich gucke jetzt 10 Videos hintereinander, ich habe jetzt langes Wochenende, 2 Tage frei und ich habe jetzt einiges an Sachen, die ich mir anschauen kann. Das heißt, einige, das sieht man auch so ein bisschen an den Views, die hängen tatsächlich noch so ein bisschen hin und hinterher. Aber das ist ja das Gute, ihr seid eingeladen, sozusagen im Rahmen dieser Let's Play-Serie, die ich hier verlinke, gerne vorne einzusteigen, wie ihr Bock habt, und die Kanalmitglieder erhalten einfach Vorabzugriff als Dankeschön für die Unterstützung. Aber alles, was ihr seht, wird nach und nach täglich freigeschaltet und veröffentlicht. Und das war der Prolog, den kennt ihr mittlerweile. Ich habe zur Sicherheit nochmal den Adaman Exchange aufgemacht. Wir sind hier bei 347.000 Gold. Und wir können ja, da ich ja keinen zweiten Account habe, also ich habe einen, aber wir spielen hier ohne zweiten Account. Ja, normalerweise würde ich jetzt nebenbei im Auktionshaus gucken. So müssen wir nicht umloggen, so kann ich zumindest bei den Handwerkswaren dann mal schauen, was zum Beispiel die Essenzen wert sind. Und dann sehen wir gerade, dass Essenz des Wassers einen guten Preis hat und Essenz des Untodes liegt noch auch bei über 70 Gold. Die anderen Geschichten sind da nicht mehr so spannend. Und dadurch bekommt ihr relativ schnell einen Blick über die Handwerkswaren. Und das sind EU-Preise. Das ist ganz wichtig. Hier Waffen, Rüstung, ja, das sind Preise eurer Server, eurer lokalen Ökonomien. Das wird EU-weit gehandelt. Ja, das heißt, ihr konkurriert zwar mit der gesamten EU, aber die gesamte EU-Spielerschaft ist auch Nachfragefaktor. Und deswegen gucken wir uns das ja auch an. Soweit. Prolog abgeschlossen. Folge Nummer 40 und die Auktion lassen wir erstmal. Den Kollegen spielen wir demnächst weiter, da wollen wir ein bisschen was machen. Und wir kloppen wieder den Orkjäger durch die Manege. Und wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich jetzt auch wieder Ingame-Sound haben. Unsere Tiere, das Flattervieh, habe ich jetzt weggehauen, weil wir die nicht brauchen. Und ich werde jetzt mit euch in den Klassikbereich gehen. Wir kommen wieder in die Burning Crusade. Wir sind hier noch nicht durch. Definitiv nicht. Not even close. Aber jetzt möchte ich mit euch erstmal die Klassikbereiche weiter verarbeiten. Und zwar, ich muss nach OG. Und dann springen wir. Jetzt können wir mal überlegen, was denn Sinn macht. Erstmal den Ruhestein hier in OG, glaube ich, setzen. Das ist nicht verkehrt. Ja, hättet ihr gedacht, dass wir 70, sage ich schon, 40 Folgen schaffen. 70 schaffen wir auch, aber ich wusste jetzt vorher auch wirklich nicht, wie das jetzt unbedingt ankommt. Ne? Wen interessiert jetzt
eine Echtzeitserie des Goldverdienens ist ja irgendwie erstmal nicht so spannend. Nee, eben aufgrund dessen, dass ich ja auch so Laundadeldu-Kram auch zeige. Ich muss mal kurz gucken. Den man sich normalerweise nicht unbedingt für Content oder den man jetzt nicht anderen für Content zumuten würde. Genau, Classic Backbone, sowas, das wollte ich mal ganz kurz checken, ob wir das haben. Wo gehen wir hin? Wir gehen einfach mal in die Höhlen der Zeit. Vielleicht kriegen wir auch direkt einen Rare vor die Nase gedroppt. Aber wir sind jetzt hier in Kalimdor. Ich sag immer eher dem Horde-Bereich, weil wir hier sozusagen nicht nur Orgrimmar haben, sondern auch Thunderbluff. Zwei Horde-Hauptstädte und die östlichen Königreiche sind für mich immer eher so das Allianzgebiet gewesen, so ein bisschen, ne? Das passt nicht zwingend zu 100%, aber von der Struktur der Startbereiche und wann man wie wo was levelt, ist es nicht so verkehrt. So. Gut, den Rare haben wir hier nicht. Flugpunkte könnte man freischalten und wir schauen da unten mal nach einer Kiste. Und einige Spots, die ich auch in dem einen oder dem anderen Video gezeigt hatte. So ein paar Flugpunkte freischalten. Es gibt auch noch Erfahrung. Hey, ja, man sieht ja, wir brauchen, müssen noch einiges freischalten. So, zeigst du uns eigentlich auch... Zeigt uns an. Mithril. Mithril ist 3 Gold 55 wert. Im Klassikbereich ist das, also nicht nur gefühlt, sondern auch real wesentlich mehr wert. Hier auch nochmal. Klassische Backboy erst auf 10. Schon coole Musik. Hatte ich gar nicht mehr drauf, dass es die hier gibt. Das ist ja nett. Dim, 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 dim. Wie sieht's aus? Kiste? Kiste? Keine Kiste? An die Kiste. Großmaulmuschel. Schildkrötenschuppe. Das einfach mal so ein bisschen wieder gucken jetzt quer durchs Beet, was so die Sachen wert sind. Hier haben wir eine schillernde Perle drin. Was ist Schildkrötenfleisch wert? 10 Gold? Ah. Das ist immer ganz lustig, was so dieser alte Crap manchmal noch so bringt. Was heißt alter Crap, ne? Das sind Sachen letztendlich, die so eine Grundnachfrage haben, weil manche Leute dann halt von Kochen bis generell alte Berufe, ja, Primärberufe, Sekundärberufe nachskillen. So, der Kollege ist da, holen wir uns mal ein schönes Rare-Item, hoffe ich. Ja, schade, ne, kein Rare-Item, sondern Ankommen-Item. Kriegstreiber, Schulterstücke. Haben wir auf jeden Fall noch nicht gesammelt. Die habe ich noch nicht in einer Schublade einsortiert, sonst würde er mir das anzeigen. Also insofern haben wir jetzt die Kriegstreiber-Schulterstücke auch. Selbst wenn es nur 200 Gold sind. Willst du wegrennen? Großmaulmuschel selber bringt auch nochmal 8 Gold. Okay, das merken wir uns.
Onkel, der Gestörte, genau. Krass, wie weit man. Was ist denn Uldum eigentlich für ein Gebiet? 30, Uldum hat 35, immerhin. Ah. In welche Zeitschiene schiebt er uns da eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Das ist das ganz normale Kataklysmus Uldum. Ah, okay. Das müssen wir also umstellen bei Zidormi. Ich möchte gerne das Kataklysmus Uldum haben. Guck an, die sind hier nämlich Level 50. Interessant. Sehr interessant. So, dann hole ich nämlich mal doch hier meine Tiere. Der ist zwar grau, ja, und 9 Level unter uns, aber... Das ist dann schon ein bisschen mehr grindy. Mal kurz gucken, was der hier für... Ein Gold... Ahem. Also das ist schon ein bisschen mehr grindy hier, ne? Nein, nicht jetzt. Ja, doch, mach es, das ist ja egal. Kommt er jetzt mit dem Battle.net-Update nicht dein Ernst? Ja, das hat sich ja gelohnt. 4 Gold, 57 Silber, Gisch vernebelte Line. Also es hat viel zu lange gedauert. Das hat viel zu lange gedauert, deswegen zu Zidormi und umstellen den Fez hier. So ein Zidormi, das ist die Tante, die findet ihr unter anderem auch in den verwüsteten Landen. Man findet sie, vor Under City. In Theris Fall. Auch Aratio-Hochland. Hier müssen wir einmal bitte die Zeit umstellen. Und Flugpunkt holen. Genau, Flöterö. Wo ist sie denn? Braucht ihr etwas? Das Licht segne. So, schon besser. Da wollten wir hin. So, und jetzt müssten wir auch sowas wie Pyriterz finden können und Elementium und sowas. Geh gleich wieder zurück nach Tanaris, aber...
Vielleicht kriegen wir hier flüchtige Elemente, wie die flüchtige Luft. 12 Gold. Wert oder wertlos, kann man sehen, wie man möchte. Naja, aber das sind die der droppte 2, der eben droppte 3. 3 extra große der Lederhelm. Die lassen jetzt gar nichts mehr fallen. Dazu fällt mir auch nichts mehr an, den gehen wir jetzt einfach. Das sind Fischschwärme. Ich weiß nicht, ob hier diese Rare überhaupt in dieser Zeitlinie droppt. Bei dem kleinen, hier so ein kleines Camp hier oben irgendwo. Nee, das ist gar nichts. Sehr unspektakulär das Ganze. Aber Elementium. Aber ich glaube, dazu müssen wir, ich weiß nicht, ob wir dazu Kataklysmen, ich habe nämlich nur eins jetzt bekommen. Ich glaube, dazu müssen wir dann wieder zum Bergbaulehrer der jeweiligen Zeit. Denn ich habe dafür jetzt keinen Skillpunkt erhalten, was irgendwie auch ziemlich doof ist. Reiche Elementium Adam, mal schauen. Ne, nur ein einziges Erz, okay. Also das ist die Falle, das heißt, da muss man dann doch... Das muss man lernen, sonst verpasst ihr hier richtig Loot. Richtig Loot. Was ist das denn hier? Ach, diese Blutblüten, diesen Blödsinn. Naja. Was die Thoriumadern angeht, das ist immer interessant für die Arkankristalle. Das ist eigentlich auch die Uldum-Route mit die beliebteste, aber das sind so Geschichten. Also ich glaube, dass ich den werten Kollegen Jäger hier auf Produktionsberufe umstellen werde. Kräuterkunde, Bergbau ist einfach ein Druidenthema, Leute. Es ist einfach dieses immer aufmounten und abmounten, es ist nicht effizient. Da kann man 100-mal rumnölen und sagen, das ist langweilig, alle spielen Dudus. Ja, natürlich, weil das dort die richtige Entscheidung ist. So und selbstverständlich kann man mit anderen Chars hier rumfarmen, ja, das ist ja gar nicht das Thema. Aber es kostet einfach über die Dauer und diese Zeit und die Massen, die man dann farmen möchte, kostet es viel zu viel Zeit. Das summiert sich halt. Ja, 1000-mal auf- und abmounten ist Fail. Das ist wirklich Fail. Fliegen einmal im Kreis, hier ein bisschen was aufdecken, vielleicht ein Arkankristall mitnehmen, vielleicht finde ich einen Rare. Hier, ich habe ja Lederverarbeitung. Mal gucken, was wir hier bekommen. Teufelssaurierleder, 17 Gold, naja. Ist jetzt auch nicht mehr so der Burner. Ne, hier sind, das ist noch einer der wenigen Bereiche in Classic, der überhaupt noch Elite-Gegner hat. Gibt es eigentlich so in der Form nicht mehr. Jetzt hat Blizzard alles kastriert. So, und hier, genau, das ist die Königin, aber hier ist irgendwo auch ein Rare. Und da, Gruff, genau, der lässt auch personalisierten Loot, also irgendwie Gruffs irgendwas fallen.
Lass da hier nicht. Ernsthaft. Hat nichts fallen gelassen. Vorführeffekt, super. Pech. Zwei Thorium-Erze. Kein Arkan-Kristall. Also mein Bergbauskill hat jetzt erst 15. Ich weiß nicht, ob das zwingend damit zusammenhängt. Also insofern, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich definitiv jetzt gerade Bergbau lerne und dann aber abgeben werde. Aber noch nicht jetzt. Noch erstmal, hier sind wir ja unterwegs. Von Kirschnern und Ledern. Ach, so ein Silithiozidomi kann ich euch auch gleich mal zeigen. Mal gucken, ob wir das Schwert sehen oder nicht. Hier erst nochmal nach dem Rare schauen. Ja, da ist einer. Der droppt auch schon wieder nichts. Ist nicht euer Ernst. Ja, also Rare-Mob-mäßig haben wir hier leider bisher kein Glück. Muss ich ja mal sagen. Arkan-Kristalle gibt es auch nicht. It is what it is. Minuten Spielzeit, wir haben quasi noch gar nichts. Seid gegrüßt. Ne, nicht in die Gegenwart. Das passt jetzt hier. Ihr müsst uns nicht in die Gegenwart zurückbringen. Thorium-Erze sind irgendwie alle fail, aber... An mir liegt das nicht. Ja. Ich kann das nicht. Ich brauche mein Ziel. Runenstoff ist ja auch mal so richtig wertloser Crap. Verschlüsselte Schattenartex 1,73. Dazu hat Exitus ein feines Video. So, das haben wir hier zumindest. Ein Rare. So kriege ich jetzt mal wieder ein grünes Item. Na also, es hat auch gedauert. Verfluchte Hacke. Und Ratsherrn Ralf, 19 Gold. Dafür ist es wenigstens auch wertloser Mist. Ja, das gehört auch dazu. Eure Feuerstandaxt. Ich kann das nicht.
Das sind natürlich Damage-Werte hier gegen diese grauen Gegner, die gar nichts mehr können hier. Das Schwert ist auch crap. Ihr seht aber jetzt für die Waffe 10 Silber. Aus diesem Grunde farmt man außerhalb der Kumi-Time, damit die Sachen nicht so teuer sind beim Händler. Denn, genau, Händlergeschichten, Händlergefarmtes Zeug bedeutet, es wird super, super teuer. Gucken, ob wir ein bisschen Glück haben hier mit Rare Mobs. Graviertes Cape des Feuersturms, auch crap. Aber wichtig, davon nicht entmutigen lassen. Wie gesagt, wir kommen auch noch zu einigen Instanzen-Runs, und das ist jetzt für mich erstmal nur so unsortiert, einfach durch die Pampa, Odem des Windes. 141 Gold. Ja, natürlich ein wenig Material. Großer Giftbeutel, 2 Silber. Weißes Spinnenfleisch, 8 Silber. Also auch alles nichts mehr wert. Eine grobe Referenz ist jetzt immer genau der Benchmark, diese 2000 Gold die Stunde. Ja, dazu müsste ich jetzt gezielt mich in der Stelle stellen, so ein bisschen Materialfarms machen am Moment. Wir decken erstmal ein bisschen auf. Ich mache hier so eine Rare-Mob-Flugrunde. Und vielleicht haben wir ja Glück. Hier müsste eigentlich noch... Genau. Moment, wo bist du? Hier ist er. Versteckt. Hier bist du. Verschnörkelter Gurt. 7-mal gelistet. Ihr seht, das sind die Silithus-Farms. Hat damit also irgendwie so gar keine Relevanz mehr. Thorium. Und nochmal Thorium. So, Rare Mobs. Da bist du. Tox. 179 Gold. Mit einem Sofortkaufpreis, ne? Immer wenn ich die Preise vorlese, gucke ich immer, was ist jetzt der Listenpreis hier auf dem Server. Oh, ein Arkankristall. Na, endlich, das hat aber auch gedauert. 350 Gold. Ja, das heißt, wenn wir 6-6 jetzt farmen würden in einer Stunde hier, dann hätten wir den Gold pro Stunde von 2000 stabil gehalten. Und deswegen, ich wiederhole mich, da macht man solche Farms mit dem Druiden. Denn genau das kostet hier alles Zeit, dieses Aufmounten und das Abmounten und überhaupt, und hast du nicht gesehen. So, nächsten Red Check. Echt Silber. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr viel. Eine Handvoll Gold nur noch. Zwei Gold. Gar nichts. Erdenkern auch nichts mehr wert.
Hier unten könnte noch ein Rare sein. Oh, zweimal Thorium nebeneinander. Die Soundkulisse gefällt mir auch. Vielleicht bekommen wir noch mal einen Odem des Windes. Hier haben wir noch mal einen bekommen. Ja, wenn wir schon bei den Arkankristallen nicht so viel Glück haben, dann vielleicht hier. Ich muss näher. Sternrubin, 2 Gold. Aber nochmal reiche, eine reiche Thoriumader. Arkankristall nehmen wir mit. Ja, wenn was drin ist, melde dich. Ruf mich an. Nee. Und ich werde den Druiden demnächst weiter leveln. Das ist hier so lahm. So lahm mit diesem Auf- und Ab-Mounten. Also das bremst schon ungemein. Ein Odem des Windes möchte ich jetzt gerne noch haben, einfach weil wir bei den Arkankristallen Pech hatten. Danke! Aber da oben ist noch eine reiche Thorium-Ader. Die ist reich an, ich sag mal, nichts. Also reich an gar nichts. Hallo Freunde. Wie ist euer Start ins Wochenende? Ich hätte gerne hier eine Kiste mit gutem Loot. Ein blaues Item und zwar Mugtholzhelm. Auch Crap. Also Silithus ist überfarmt. Das ist so krass. Aber man muss sich das serverweise angucken. Ja, das mag nicht überall gelten. Aber ich wollte zumindest einmal den Check durchführen, aber tatsächlich auf dem Server hier Mondspalterball, 63 Gold, ja, das ist alles gar nichts. Das ist alles nix. Na, dann beenden wir hier unseren Rundflug. Den ziehen wir auf jeden Fall noch durch. Nehmen die Erze mit. Todesmeteor, 4 Gold. Das ist wertloser Crap. Sowas von wertloser Crap. Wow, das ist wirklich also. Aber nochmals, das sind jetzt Rundflüge. Ich möchte die Rare-Mobs hier haben. Ein paar Erze farmen, meinen Bergbau hier zumindest hochskillen, obwohl das langfristig zwar vor die Füße geschmissen ist, weil ich den Jäger wahrscheinlich eher nachher mal Richtung Instanzruns prügel und für den Berufsausbau, damit ich einen Charakter habe, den ich schon mal ein bisschen mit Materialien versorgen kann.
Aber wir müssen, ihr, ich schlage vor, ihr müsst gar nichts, aber solche Runden hier sind für mich komplett alternativlos, was die Druiden angeht. Das ist so irre, das jetzt so nochmal zu sehen. Ich bin ja nicht so der Farmer, also gefarmt wird im Auktionshaus, aber das jetzt hier nochmal so zu fühlen, aufmounten, abmounten, aufmounten, abmounten, das geht gar nicht. Das ineffizient wie Hölle. Aber ich möchte es trotzdem mitmachen. Damit, wenn wir mal 20, 30 Folgen weiter sind, sagt, wisst ihr noch, damals haben wir noch hier die Thorium-Runde gemacht. Wie groß ist die Zeitverschwendung? Antwort ja, genau. Tatsächlich erst einen einzigen Arkankristall. Das ist schon ein bisschen traurig. Kann hier noch ein Ram? Hier könnte doch auch ein Ram-Mob sein. Mal gucken. Der hier so ein bisschen rumstromert. Schauen wir gleich mal. Exeter. Hier vor Ankirage können auch zwei Ram-Mobs sein. Ja, die graviert der Gurt. Also das schon beim Aufnehmen. Also man kennt dann ja schon manche Itemnamen und weiß gleich hier, das ist Müll. Das ist, kann man vergessen. Das muss, wenn schon, ein halbwegs gutes Set sein, aber der Blödsinn hier, das ist alles wertlos. Ja, das bringt alles gar nichts. Ja, genau. So, hier vorne können noch zwei Ram-Mobs stehen. Also hier vorne normalerweise steht hier unten einer, direkt vom Eingang. Er ist das auch, seht es, genau. Seht ihr, seht ihr, seht ihr. So, und der hinterlässt nicht mal ein grünes Item. Was soll denn der Blödsinn? So, Tix. Gut, Tix hinterlässt dafür gleich zwei. Plus den Knochenpanzer für 26 Silber. Genau, Crap. Glorreicher Kopfputz. 10.000 Gold sind Blödsinn, aber aufgrund dieses Weiß hier, Weiß-Gold und so weiter, bin ich jetzt nach 38 Minuten, bin ich jetzt ein bisschen gechillter, weil das ein ordentliches Item ist. Diese mächtigen Stiefel der Schnellklinge, die sind nicht 2.800 Gold wert, aber da kriegen wir 400-500 für. Und wenn, immer wenn ich sage, oder Andresse, wie sagst du, kriegst du dafür, habe ich immer meine 7-8 Server, auf denen ich dieses Zeug gehandelt habe oder handle, dann hat man ungefähr eine grobe Orientierung, was die Leute dafür auf jeden Fall zahlen. Wie gesagt, manchmal hat man Glück und hat einen Lucky Sale, wirklich für sehr, sehr viel Gold, aber das sind die absoluten Ausnahmen, sonst wären diese Sales und Snipes Channel voll damit, dutzendfach, ja, weil man die für Tausende verkauft. Und das ist halt nicht der Fall. Wenn man die für ein paar Hundert verkauft, macht man dazu keinen Screenshot und deswegen sieht man die so selten. Dann nehme ich lieber das plausible Gold mit, den Taler weniger, aber ich weiß, das können wir einsacken. So, du gibst mir hier direkt zwei Erzadern wieder. Also mit diesen Gegenständen, also jetzt bei diesem Gold pro Stunde, ne, ist das, was wir bis jetzt gelootet haben, sobald das dann verkauft ist, zahlt das dann auch ein auf Gold pro Stunde. Das ist ganz gut. Mit den Items und dem kleinen Kram schaffen wir das. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Also da wäre noch die Chance, dass da nochmal so ein Arkankristall jetzt nochmal wäre. Carajo Dolores, würde ich mich nicht beschweren. Aber die Damen und Herren sind heute ein bisschen sperrig, ihr Lieben.
Geht mir richtig auf den Senkel. Und deswegen schieße ich alles kurz und klein, einfach weil ihr mich nervt. Mit eurem schlechten Loot. Skill ich halt Leder. Und wir gucken, ob in der Kammer nebenan Rare Mob ist. Hier ist gar nichts mit einbuddeln, mein Freund. Ist vorbei. Sind wir Kirschenreihe immerhin schon bei über 40? So, in die Kammer gehen wir gleich. Hier möchte ich einmal schauen, ob hier unten eine Kiste spawnt. Das kann auch manchmal sein. Und vielleicht haben wir Glück und die ist da, denn... Nein. Denn das ist hier einer der Spawnpunkte. Also nehmen wir nur das Leder mit. Und das sind diese Momente, das ist das, was ich dann getestet habe in den Videos, bis dann mal ein Video kam. Dann seht ihr ja tatsächlich diese Stunden, die man manchmal auch investiert und vielleicht Sachen sucht und sagt, pass auf, hier gut. Hä? Okay. Der Mob hat anscheinend ein Problem, es sei denn, wir haben jetzt hier ein Disconnect-Problem, was ich nicht hoffe. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich. Das ist so weit entfernt. Okay. War dann einer der fehlerhaften Mobs. Er gibt uns ernsthaft... keinen Arkankristall mehr, ne? Aber hilft jemand was? Nein, noch nie. Aber immerhin auch das, also diese komischen Mobs hier, die können tatsächlich auch Items fallen lassen, aber hier scheint wirklich der Silithus-Farm völlig fail. Ah, haben wir doch den Rare hier erhalten. Das war er. Nachtschattenhelm, nett, ist okay. Helm ist auch immer gut, ja, mit so einem Stirnband gefühlt. Ob wir dafür 1000 Gold kriegen, weiß ich nicht, aber das sind jetzt auch wieder eine kleine dreistellige Summe. Das kommt dann alles in den großen Warenkorb und ich sage ja, wir brauchen erstmal den Grundstock. Ich möchte erstmal so 250 Items gelistet haben, die eben nicht NPC gekaufte Dinge sind. Und die nicht für 50 Gold, also in der 49-50 Gold Schublade stehen. Und das bauen wir aus. Falsch abgebogen. Echt Silber. Nehme ich trotzdem mit. Auch wenn das nichts wert ist. Gib noch mal einen Punkt. Einen Punkt auf der... Bergbau-Skill-Skala. Der Fertigkeitsskala. Mhm. Lab. Direkt neben uns ein Rare Mob.
Also ich weiß nicht, warum die keine grünen Items fallen lassen. Normalerweise haben die diese Rare Mobs garantierten Loot. Ich weiß nicht, ob Blizzard das in einem der letzten Patches gefixt hat, ob das ein Versehen war, ob das Absicht war. Hier ist es jetzt einfach Pech. Ja, den Kollegen hier kennt ihr. Ortel, da muss man da erst ein bisschen questen. Wanderhandschuhe. Naja, gut, ist für 700 Gold gelistet. Das ist nicht verkehrt. Ja, durch diese Musterung hier. Ob das 700 Gold gibt, keine Ahnung. Würde ich wahrscheinlich normal unterbieten. Bin jetzt erstmal nicht penetrant. Penetrant dampen. Das kann man später immer noch machen. Und hier die Kiste mitnehmen. Dunkles Phantomcape. Ah, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist noch für 1000 Gold gelistet knapp, aber das gehört jetzt nicht unbedingt zu diesen Rare Items, die ich jetzt noch subsumiert hätte unter Top Loot. Woodlord Stiefel 3300. Nett. Die sehe ich zwar nicht, aber ich sehe eine kleine vierstellige Summe, also die da drunter liegt. Vielleicht werde ich da auch erstmal diszipliniert unterbieten, dann kann ich später mal nochmal gucken. Also insofern ist jetzt durch das, was wir jetzt bisher gelootet haben, bin ich nicht mehr ganz so schlecht drauf, weil ich dachte, oh, wir haben ja echt Pech, ne? Wir haben erst einen einzigen Arkankristall bekommen hier. Aber das ist dann der Hinweis, Andreas, du brauchst den Druiden. Den Flugpunkt könnte ich noch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Genau, knapp eine Viertelstunde noch. Diesmal überziehe ich auch nicht so, hatte ich letztes Mal gemacht, ja. Das heißt, wir machen dann hier genau den Cut dann auch. Und ich nehme dann das nächste Video auf. Ich werde sozusagen einmal trinken, strecken, dehnen, Kaffee nachfüllen. Und dann werde ich schon die Folge 41 abdrehen. Und hier jetzt auch noch gar nichts weiter schicken an den Aktionshauscharakter, sondern ich führe die Session fort. Ich will ja ein bisschen das Inventar füllen. Füllt sich auch schon, ist aber auch viel Müll dabei, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Das war jetzt eigentlich eher fast eine Kirschnerei- und Bergbau-Skillrunde. Mit ganz geringem Potenzial für das eine oder das andere, bei dem ich sage, okay, das sind zumindest, die machen wir klar, die 2000 Gold. Ja, die machen wir klar. Das ist hier eigentlich auch nicht hier verkehrt. Hier, man kann hier durch das Questen hier direkt in die verwüsteten Land springen. Das ist auch ganz nett. Also man muss dann nur eine Quest annehmen und kann dann da durchspringen. Wir fliegen wieder quer rüber. Ich möchte nämlich mit euch jetzt nochmal nach Tanaris. Hier Tor im Ader kommen. Du willst mir an. Ich kann Arkankristall geben, ich weiß es nicht. Es gibt keine Arkankristalle hier für uns. Elementarwasser.
Also ist von wertlos ja kaum zu unterscheiden. Essenz des Wassers. 121 Gold. Eine ganz kleine Genugtuung. Ich hätte gerne Arkankristalle, aber Essenz des Wassers nehme ich auch. Kann man jetzt nicht richtig toll farmen, weil es von denen zu wenige gibt, beziehungsweise die sind auch so zerstreut und man müsste hier auch... Ja, was müsste man nehmen? Was müsste man nehmen dafür? Genau, die Druiden. Einfach dieses Instant in die Fluggestalt. Es bringt viel mehr. Aber damit höre ich auch auf jetzt mit dem Rumnölen. Aber ihr wisst, warum nicht nur der Schurke, sondern der Druide der dritte Charakter wird, den ich leveln werde. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Verätzter Schädel. Dinge, die man immer schon mal nicht haben wollte, gelle? Also am Anfang, ne, die Elementare lassen für mich immer einmal eine Essenz fallen, so, und dann ist auch vorbei, ne? Das ist echt Mobbing. Das ist so ein kleiner Teaser. So der Cliffhanger und dann lassen sie mich hängen. Lumpenpack. Lumpenpack. Flugpunkt. Können ja schon mal so ein bisschen verkaufen. Was behalten wir denn? So, die behalten wir erstmal alle. So, alles, was grün ist, behalte ich erstmal alles. Drecksverkrustete Lederhemd auch. Weg. Das behalten wir natürlich. Skorpitschuppe, schwere, okay. So, das kann glaube ich schon weg. Mugtolz Helm. Ich glaube, das verkaufe ich schon. Das stelle ich gar nicht mal an. Ihr seht ja, wir fallen von den Werten hier schon langsam runter. Teufelsaure Leder verkaufe ich natürlich trotzdem. Flüchtige Luft auch. Riedbahnerz. Köpferklinge behalte ich erstmal. Erz, Schildkrötenschuppe, Schildkrötenfleisch, leichtes Leder. Echt selber Erz auch. Dumme Lederfetzen, Großmaulmuschel natürlich auch, schillernde Perle. Romerz sind trotzdem noch 50 Silber. Das macht es einfach durch die Masse. Ne, sonst würde ich auch sagen, schmeiß weg das Zeug. Aber nein. Weißes Spinnfleisch gucke ich nochmal. Ansonsten werden die Sachen auch einfach verkloppt. So, ich glaube, den Rest haue ich alles raus hier. Ich meine, gut, der ist ein Goldstück. Das ist blöd, das zu verkaufen. Ja, auch wenn es nur ein, zwei Gold ist, aber das ist immer so ein bisschen... Es summiert sich dann über die Masse. So, den ganzen Crap verkaufe ich hier aber. Um so ein bisschen Platz wieder zu schaffen im Inventar.
Kieferklinge. Weg. Hat keinen Wert. Wir müssen ein bisschen selektiver werden, ne? Es geht auch darum, nachher das Ganze zu bewirtschaften. Auch das hier, graviertes Cape des Feuersturms. Das lege ich nur einmal an, damit ich sozusagen das für die Bibliothek freigeschaltet habe. So, das kann weg. Hier haben wir noch die Pläne. Rotbrauner Vestislader hier. Ja, das steht alles schon im Auktionshaus hier. Das hatte schon die eine oder andere mitbekommen, dass ich hier auf dem Server spiele. Ja, das heißt, der Trick funktioniert hier jetzt nicht. Also, wenn ihr damit Gold macht, macht das, ja. Wenn du 5, 6 Stück davon verkaufst, sind das 300, 400 Gold. Aber ich klinge mich da jetzt nicht mal ein. Allerdings die hier, diese runenverzierten. Das nehmen wir doch nochmal mit jetzt hier. Dram Flusshorn verkauft das im Mooshügel. Krater von Nguru. So. Wir sind hier nicht, das ist nicht die Scherbenwelt, sondern östliche Königreiche. Und hier sind wir in Kalimdor. Guru. Ja, muss ich natürlich jetzt eigentlich richtig, ne? Un mit Strich und Guru. So, dann machen wir es auch ordentlich. Okay. Dram Flusshorn. So, und das ist hier alles Schmiedekunst, 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 Schmiedekunst. So, dann haben wir die gelistet. Ja, das sind jetzt die Geschichten. Also noch nicht gelistet, die werden im Auktionshaus gelistet, aber dann habe ich das hier erfasst zumindest. So. Ich wollte mit euch nochmal nach Tanaris. Das mache ich jetzt aber in der nächsten Folge. Dann breche ich jetzt die Aufnahme ab oder beende das hier, damit es von diesen Zeiten so passt. Hier nehme ich jetzt mal eine kleine Nummer. Das Ding kann man Mithril-Erz hier unter anderem auch abbauen. Und er hat gerade komisch geguckt. Genau, ne, damit das passt mit diesen ganzen Zeiten, hatte ich erläutert letztes Mal, nehme ich hier dann mal die ein oder andere Minute runter. Schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wiederkommt. Ich mache ein kurzes Päuschen. Kurz nochmal lüften, refreshen, trinken, strecken und dann geht das in die Runde 41. Und es wird weitergefarmt. Es wird weitergefarmt mit Zeug, was dann ins Auktionshaus geht. Und ich freue mich mit euch auf die Folge 41, freue mich über die Daumis, die Kommentare, die Resonanz und hoffe, dass diese Folgen nicht zu langweilig sind, denn das ist Echtzeit dokumentiertes, das ist jetzt das Farmen, das Gucken, das Machen so ein bisschen, ne? Es ist jetzt alles noch so Orientierung, ich gucke hier mal rein, da mal rein, aber ihr werdet feststellen, das gibt nach hinten raus, macht das alles Sinn. So. Freue mich auf die nächste Folge, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, viel Erfolg, guten Loot wünsche ich euch und ja, bis gleich, tschüss.